Hallo meine Lieben, ich habe heute einen Primer-Call für euch und zwar war ich ja in Berlin bei dem IFS-Event. Wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch das gerne unten in der Infobox. Und da hatte ich noch ein bisschen Zeit, bis dann mein Zug gefahren ist und ja, da bin ich ein bisschen shoppen gegangen und die Sachen, die ich mir dort gekauft habe, zeige ich euch jetzt einfach mal. Es sind noch ein paar Sachen dazugekommen, wenn ihr nur den Primer-Call sehen wollt, könnt ihr ja dann einfach danach wegschalten. Ansonsten, wenn ihr Lust habt auf noch mehr Sachen, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. So, ich muss jetzt mal ganz kurz mit dieser Prada Marfa Laptop-Tasche starten. Und zwar hatte ich die im ganzen Video vergessen zu zeigen, obwohl ich sie euch die ganze Zeit zeigen wollte. Die habe ich von Printer Studio und ich liebe diese Laptop-Tasche total. Ihr könnt da auch Handyhüllen und was weiß ich alles gestalten. Ich setze euch auf jeden Fall den Link unten in die Infobox, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich starte ganz unspektakulär mit einem weißen Langarm-Shirt. Das brauche ich sowieso immer mal. Das hat 4 Euro gekostet und die Qualität ist wirklich auch super. Dann zeige ich euch hier eine schöne Bluse und zwar ist das so eine mintfarbene, so eine ganz einfache mit solchen Dreiviertelärmeln. Und hinten hat das so einen schönen goldenen Reißverschluss und ich fand die Bluse wirklich super, super toll, auch gerade jetzt für den Frühling. Und ja, deswegen musste die mit. Die hat 11 Euro gekostet. Dann kommen wir zu einer Bluse, die irgendwie 10 Euro gekostet hat, aber an der Kasse nur noch 6,90 Euro. Keine Ahnung wieso, weil der Rest der Blusen waren auch nicht runtergesetzt. Die gab es in verschiedenen Farben. Ich habe sie jetzt in Rot mitgenommen. Die kann man hier auch nochmal binden, also zur Schleife. Ich habe es jetzt einfach so offen gelassen, weil die ja noch neu ist. Und ja, wirklich richtig, richtig schöne Bluse. Jetzt komme ich zu einem schönen Fallenstrickpullover, der hier oben so ein schönen Kragen hat, beziehungsweise so einen Perlenkragen oder Spitzenkragen, wie auch immer. Der hat 15 Euro gekostet, den habe ich euch auch schon letztes Mal in meinem Primer Call gezeigt. Allerdings nicht ich, sondern Carina. Carina ist die Cousine von meinem Freund, sie ist 13 Jahre alt und die war mit mir bei Primark einkaufen und deswegen haben wir uns beide zusammengesetzt vor die Kamera und haben zwei Teile Primer Calls für euch gedreht, also Primer Calls in zwei Teilen, was dann zu lang geworden wäre. Ich verlinke euch die Links, sage ich schon, das Video und in der Infobox. Falls ihr auch 13 seid und euch das interessiert, was Carina so eingekauft hat, könnt ihr euch da gerne inspirieren lassen. Jedenfalls hat mir wirklich das Oberteil so gut gefallen, dass ich mir das dann dieses Mal auch kaufen musste. Und das hat 15 Euro gekostet, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Ja, dann habe ich mir so schöne Schuhe aus der Kinderabteilung gekauft. Warum auch immer. In der Kinderabteilung hatten die Größe 37. Und das sind so richtig schöne Ballerinas mit solchen schönen Schleifchen, die mit Perlen besetzt sind. Und ja, die fand ich super süß und musste die unbedingt mitnehmen und die haben nur 10 Euro gekostet. Wenn man bei Primark ist, darf ja wirklich der Schmuck auf gar keinen Fall fehlen. Und zwar habe ich mir diese schöne Kette hier gekauft. Und zwar ist das so eine richtig schöne Frühlingskette, wie ich finde. Und die hat nur 5 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch zwei Paar Ohrringe gekauft. Einmal diese hier. Das sind wirklich so voll außergewöhnliche Ohrringe, wie ich finde. Also das ist voll der Hingucker, finde ich jetzt. Und die haben 2,50 Euro gekostet. Und dann noch diese Ohrringe hier, die haben 2 Euro gekostet. Und ich finde den Schmuck bei Primark wirklich total cool und auch die Ohrringe und die Ketten und sowas sind auch wirklich super günstig. Also falls ihr guten Schmuck sucht, geht auf jeden Fall zu Primark. Ja, und zu guter Letzt ein Bademantel, der ist jetzt total zerknüllt, weil ich den schon gewaschen habe und den eben gerade anhatte. Ja, der ist total kuschelig weich und der war runtergesetzt auf 9 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was er vorher gekostet hat, weil ich das Schild schon abgerissen habe. Ich habe den mir in XS gekauft, ich muss aber sagen, der fällt richtig, richtig groß aus. Ja, aber ich liebe diesen Bademantel einfach total und er ist super weich. Ja, das war's jetzt schon mit Primark. Wenn ihr keine Lust mehr habt, zuzuschauen, dann schaltet weg. Das war's jetzt mit Primark. Und ich mache weiter mit den anderen Sachen, die ich mir gekauft habe. Ja, wir machen weiter mit einer Daniel Wellington Uhr. Und zwar kennt die bestimmt jeder. Ich habe mich jetzt für dieses Modell mit dem schwarzen Lederarmband entschieden. Und die kleinere Variante für die Damen. Und zwar ist die Daniel Wellington Uhr hier mit solchen Swarovski-Steinen besetzt. Und ich habe ja diese ganz normale, diese ganz klassische Uhr in einem mit dem Braunlederarmband. Ja, ich wollte einfach mal eine neue haben, weil die ist wirklich total schön. Ja, ich liebe diese Uhr einfach total, weil sie wirklich zu allem passt, egal was man anzieht. Ich kombiniere die momentan total gerne mit meinem Armband von Dürrbeck Herrn. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsarmband. Das ist auch mit solchen Steinchen besetzt und auch so süßen Herzchen. Und ich finde, das passt super gut wegen diesem Rosé-Goldenen. Ja, die Uhr hat 159 Euro gekostet. Und falls ihr sie euch nachkaufen wollt, aber sie ein bisschen günstiger kriegen wollt, habe ich noch einen Rabattcode für euch in der Infobox.
Und zwar, ja, guckt da einfach mal vorbei und dann kriegt ihr auch schon 15% Rabatt bei eurem gesamten Einkauf bei danielwellington.com. Ich finde, dass man diese Uhren auch super gut verschenken kann. Ich habe zum Beispiel meinem Papa eine geschenkt und er hat sich wirklich total drüber gefreut, weil das wirklich so eine Uhr ist, die einfach jedem gefällt und jeder tragen kann. Und ja, das ist auch wirklich einer meiner Lieblingsuhren mit der anderen Uhr, die ich von Daniel Wellington habe. Und ich habe auch schon so viele Komplimente dafür bekommen. Meine Freundinnen haben sie sich auch mittlerweile alle nachgekauft, weil ja, die Uhr ist einfach total beliebt und liegt momentan völlig im Trend. Und dann habe ich noch einige Sachen von The Balm bestellt. Ich bin ja total der Fan von The Balm. Und einige wissen ja, dass der Mary Luminizer mein absoluter Lieblingshighlighter ist. Der ist mir aber in 1000 Stücke zerbröckelt und ich hätte wirklich heulen können, weil ich das Ganze nicht so ekelhaft mixen wollte mit Alkohol oder mit Wodka und das dann wieder pressen wollte. Habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, das tust du alles in so ein Döschen rein und benutzt das dann irgendwie, weil als Highlighter konnte man das nicht mehr benutzen, weil man dann wirklich zu viel Produkt hatte auf dem Pinsel oder auf dem Finger. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach einen neuen bestellt und zwar, wie gesagt, es ist der Mary Luminizer und ich bin wirklich so froh, dass der nicht mehr kaputt ist, sondern wirklich jetzt wieder normal ist. Und ich benutze den wirklich total gerne. Heute habe ich ihn jetzt nicht drauf, weil der ist ja noch neu, ne? Aber der kommt bestimmt bald wieder in Gebrauch und ich liebe ihn so, so sehr. Also falls ihr nach einem perfekten Highlighter sucht, greift auf jeden Fall zu diesem hier. Dann habe ich mir eine Mascara geholt und zwar ist das hier auch von The Balm, wie nennt die sich denn? What's Your Type nennt die sich und die hat ein wirklich schönes Gummibürstchen. Ich zeige euch das jetzt auch gerade mal. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren, um einfach mal zu gucken, wie die so ist. Ja, so sieht das Bürstchen aus. Ich liebe Gummibürstchen, deswegen denke ich auch mal, dass die richtig gut sein wird. Nicht fehlen durfte die Nude Eyeshadow Palette von The Balm. Die ist ja wirklich total gehypt hier auf YouTube. Und ich habe mich jetzt für die Nude Tude entschieden. Es gibt aber auch nochmal Nude Dude. Ja, aber die hat mir einfach besser gefallen. Ich weiß auch nicht, wieso. Die sieht so aus, ist wirklich super, super hübsch. Oh Gott, jetzt blende ich euch. Ich hoffe, ihr seht das so, dass ich euch jetzt nicht blende. So. Also es sind wirklich super, super schöne, natürliche Farben. Ich werde damit auch bestimmt bald mal irgendwas schminken. Und ja, falls ihr interessiert an den Produkten seid, verlinke ich euch die Links natürlich an alle unten in der Infobox. Dann geht es weiter mit einer weiteren Lidschattenpalette und zwar ist das die Balmsei Palette. Und die fand ich wirklich super schön. Oh Gott, komm raus. Und die ist auch richtig süß gemacht wieder. Die kann man hier einmal aufklappen und da findet man solche Schablonen für die, ich glaube das ist für die Augenbraue. Ja, irgendwelche Augenbrauen-Schablonen, das brauche ich aber jetzt überhaupt nicht. Und dann hat man hier wieder so einen Spiegel und hier die ganz, ganz schönen Farben. Also ich finde, die Palette ist wirklich ein Traum und ich liebe sie. Ja, weil ich von Schminke nicht genug haben kann, ja, habe ich mir noch eine Palette gekauft. Und zwar ist das hier so eine Cheek and Lips Palette. Die nennt sich How About Them Apples. Und ja, Cheek and Lip Cream Palette. Und das sind wirklich nur solche Creme-Produkte für die Wangen und für die Lippen. Und ich werde es, glaube ich, eher für die Lippen benutzen, weil ich bin nicht so dieser Creme-Blush-Typ. Aber ich finde sie trotzdem wunderschön, auch von den Farben her. Die sind echt super. Ja, jetzt zeige ich euch was, was ich meiner Mutter mitgebracht habe. Und zwar ist das von Rexaline oder Rexaline. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist so eine Creme, die kostet auch wirklich einen Haufen Geld. Aber meine Mutter benutzt die, meine Tante benutzt die, meine Oma benutzt sie. Keine Ahnung, wenn noch. Also wirklich fast alle in meiner Familie benutzen diese Creme einfach. Und das ist die Rexaline 5x Plus Hydradost Nutri Plus. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Das ist halt so eine Creme für ältere Leute gegen Falten und sowas. Und ja, die sollte ich meiner Mama mitbringen. Die habe ich aus dem Douglas. Ich werde euch das alles auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Falls ihr eurer Mutter oder eurer Oma oder eure Tante sowas schenken wollt. Ja, dann habe ich noch mitgenommen, dass auch von Rexaline Premium ist das aber, das Anti-Age-Serum. Und ja, das ist so ein Extreme-Booster, damit man halt nicht so müde aussieht morgens. Das ist aber allerdings auch für meine Mama. Das habe ich auch nicht von meinem eigenen Geld bezahlt, sondern meine Mutter hat mir dafür Geld gegeben, dass ich es ihr mitbringe. Oh Gott. Und ja, dann noch einmal von Rexaline so eine Augencreme. Das ist auch so Anti-Aging und wirklich, also die Produkte von Rexaline. Ich kann nur von meiner Mama aussprechen, sie ist wirklich sehr, sehr begeistert davon. Falls eure Mama oder eure Tante oder sowas nach einer perfekten Creme sucht, empfiehlt ihr wirklich diese hier, also diese ganze Serie von Rexaline. Die ist wirklich super. Also
Hier ist zum Beispiel auch so ein Bild abgeblendet. Abgeblendet, sage ich schon. Oder war das doch abgeblendet? Doch. Ja, da sieht man, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber da sieht man so eine ältere Dame, wo die Falten dann reduziert worden sind. Also es soll wirklich helfen. Meine Mutter ist auch wirklich sehr, sehr begeistert davon. Und dann habe ich was geschenkt bekommen, und zwar von Wonderskin. Das gehört aber auch zu dieser ganzen Rexeline und sowas Serie. Das ist halt nur eine zweite Marke, aber gehört halt dazu, zum Beispiel wie Adeko und Annie und sowas. Also das habe ich geschenkt bekommen, wie gesagt. Das ist ja Performist, keine Ahnung, ist auch so ein Anti-Aging-Serum. Aber ihr seht, das ist halt ein Tester gewesen und das hat die Frau mir einfach mitgegeben. Ich weiß jetzt auch nicht wieso, aber das Zeug ist auch total teuer. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass das dann meine Mutter mal ausprobieren kann. Weil ich ja wahrscheinlich so viel da gekauft habe, hat sie mir das dann einfach noch mitgegeben. Und ja, das finde ich total super. Ja, und zwar habe ich einen Online-Shop entdeckt, der sich Annemarie Berlin nennt. Und ich habe bei Instagram wirklich so viele Posts über ihre Gesichtspflege und sowas gesehen. Aber weil ich ja meine Gesichtspflege schon habe, dachte ich mir, du greifst lieber mal zu Duschgel und, zu Duschgel und zu Bodylotion. Und ja, ich muss echt sagen, die riechen so, so gut. Also ich packe euch das mal aus und zeige euch das mal kurz. So sieht das Ganze aus. Das ist wirklich super süß. Und es riecht so, einfach so nach frischen Erdbeeren. Und das war wirklich mein Ziel. Das habe ich aber allerdings nicht für mich geholt, sondern auch für meine Mama. Einfach so als kleines Geschenk. Und dann habe ich, das war irgendwie mit bei der Bestellung dabei, das ist so ein kleiner Spiegel. Ich zeige euch das auch mal kurz, ich will euch jetzt aber nicht blenden. Fand ich auch total süß. Und dann habe ich hier noch ein Loose Puder mit Hyaluronsäure. Ist halt auch nicht für jüngere Haut, sondern eher was für die Mama. Deswegen, ja, kriegt das alles meine Mama. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall unten in die Infobox, falls ihr zum Beispiel so eine Daniel Wellington Uhr haben wollt. Da kriegt ihr sie auf jeden Fall günstiger. Der Rabattcode gilt bis zum 15. März. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr so meine neuen Haare findet. Weil ich bin irgendwie, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen verzweifelt. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Tschüss!